Ein herzliches Willkommen zu unserer Pressekonferenz Heimspielstart für die Schanzener der Saison 18-19. Wir erwarten die Spielvereinigung Greuther Fürth im Audi Sportpark. Freitag 18.30 Uhr ist Anstoß und aktuell sind für die Begegnung rund 7.200 Tickets verkauft. Freuen uns natürlich, wenn noch ein paar dazukommen. Freitagabend, Flutlichtspiel und die Tageskassen öffnen entsprechend 2 Stunden vor dem Anstoß. Damit das Wort an unseren Cheftrainer Stefan Leitl. Stefan, wie steht es ums Personal? Es hat sich ja noch ein bisschen was getan. Wir haben nochmal einen Neuzugang zu verzeichnen gehabt. Und ja, wie wirst du die Partie, die erste Heimpartie der Saison angehen? Bitte schön. Ja, danke, Olli. Ja, auch von meiner Seite. Hallo zusammen. Kommen wir gleich mal zum Personal. Ja gut, Dreschi und Almog, wie ihr alle wisst, werden ja lange fehlen. Es ist so, dass beide erfolgreich operiert worden sind und ja, den Umständen entsprechend geht es beiden gut. Des Weiteren ist es so, dass wir gestern den Robin Grause verpflichten konnten von Paderborn. Es ist eine Situation einfach aufgrund der Tatsache, dass eben Almog und Christian so lange verletzt sind, dass wir da nochmal reagieren wollten, vor allen Dingen auch einen Spieler verpflichten wollten, der wie Dreschi sowohl im zentralen Mittelfeld oder im defensiven Mittelfeld als auch auf der Außenverteidigerposition spielen kann. Das kann Robin, er hat sich jetzt in der Vergangenheit in Paderborn zu einer festen Größe entwickelt und war ein wesentlicher Bestandteil in dieser Mannschaft, die dann letztendlich auch in die zweite Liga aufgestiegen ist. Ist ein Spieler, der auch unbedingt zu uns wollte, also ist auch ein Kriterium, das er erfüllt hat und ja. Sind natürlich alle froh, dass das jetzt sehr schnell und auch reibungslos mit Paderborn über die Bühne ging. Und er wird auch jetzt im Anschluss an die PK im Training dabei sein, wird mit einsteigen. Des Weiteren ist es noch so, dass wir den Marlon Frey momentan im Probetraining haben. Der hat jetzt die Trainingseinheiten in der Profimannschaft absolviert. Hat gestern bei der U21 trainiert und wird heute nochmal bei der U21 trainieren. Und dann werden wir uns in Ruhe zusammensetzen und werden entscheiden, ob wir noch mehr Handlungsbedarf sehen oder auch nicht. Und ansonsten sind die anderen Spieler, Freddy Anonou ist leicht grippal angeschlagen, muss man jetzt mal sehen, wie es ihm heute geht. Ansonsten ist jetzt aber auch nichts Dramatisches, aber nur leicht angeschlagen, deswegen hat er gestern nicht trainiert. Ansonsten sind alle Spieler an Bord. Weiter zum Spiel, oder? Ich wollte gerade sagen, genau, okay. gehen wir doch aufs Spiel. Gehen wir aufs Spiel ein. Ja, nächstes Derby für uns zu Hause gegen Fürth. Es gibt für das Spiel, glaube ich, nicht ganz so viel zu sagen. Wir haben uns schon vorgenommen, mit der Mannschaft ein anderes Gesicht vor allen Dingen zu Hause zu zeigen. Ich glaube, wir haben unsere Zuschauer in der vergangenen Saison nicht mit tollem Fußball und vor allen Dingen mit ergebnisreichem Fußball verwöhnt. Und deswegen ist es für uns einfach wichtig, dass dieser Audi Sportpark wieder zu einer Festung wird, zu einer Größe wird und dass wir einfach eine Leistung abrufen, die uns letztendlich dann auch einen Sieg bringt. Aber vor allen Dingen, dass wir den Zuschauern auch was bieten können. Und wie gesagt, wir wollen unsere Heimbilanz definitiv aufbessern. Was gibt es dann Schöneres, wie das nächste Derby zu Hause zu haben? Und wir wollen es unbedingt gewinnen. Und alles andere über taktische Ausrichtungen etc., glaube ich, gibt es auch in diesem Spiel nicht viel zu sagen. Ja, es ist der gleiche Trainer immer in Fürth noch dort. Es ist, wenn man die Aufstellung von letzter Woche sieht, bis auf Omladic die gleiche Mannschaft, gegen die wir letztes Jahr gespielt haben. Wir wissen, was auf uns zukommt. Ist auch eine Mannschaft, die jetzt mit Sandhausen natürlich ein Erfolgserlebnis hatte. Es konnten sie 3-1 gewinnen. Nach Rückstand das Spiel umgebogen, das gibt ihnen sicherlich Selbstvertrauen. Trotz alledem sind wir gut vorbereitet und werden natürlich alles dran setzen, um das Spiel zu gewinnen. Vielen Dank, Stefan. Damit eröffnen wir die Fragerunde. Wie immer starten wir mit kurzem Handzeichen. Und mit Stefan Stock aus dem Hinterhalt. Bitteschön. Zur eigenen Aufstellung, da warten ja einige, dass es vielleicht ein paar Umstellungen auch geben wird, vielleicht auch geben muss. Gerade offensivtechnisch, Benchop letzte Woche natürlich noch nicht dabei, ein Kittel auch noch nur auf der Bank gehockt. Wie stehen die Chancen, dass wir die beiden vielleicht auch von Anfang an sehen? Ja, bei Sonny stehen die Chancen gut.
um das jetzt auch nochmal hier für alle auch nochmal zu erklären, der Sonny hat einen großen Teil der Vorbereitung verpasst, aufgrund von grippalen Effekten, und der hatte noch nicht die Kraft, um zu spielen. Ja. Und wenn du dann in einem Spiel, wie es in Regensburg ist, wo es hitzig ist und du liegst zurück, dann willst du natürlich eine zweite Spitze springen, um noch mehr Durchschlagskraft zu erzeugen. Und deswegen hat er nicht gespielt in Regensburg, weil es auch der Spielverlauf so nicht hergegeben hätte. Wir hätten ihn natürlich gerne gebracht, aber das war einfach vom Spielverlauf her nicht gegeben. Jetzt hat er diese Woche noch mal trainieren können. Und er ist fit, ja. Ob es für 90 Minuten reicht, weiß ich nicht, ja, weil er eben auch durch die Krankheiten nicht diese Spielpraxis bekommen hat in der Vorbereitung. Aber er wird auf jeden Fall eine Option für das morgige Spiel sein. Und wenn er sich heute nicht verletzt, dann wird er auch wahrscheinlich von Beginn an morgen spielen. Und bei Charlie ist es so, dass wir da nach wie vor auf dem guten Weg sind. Er hat jetzt diese Woche alle Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert. Es gibt positives Feedback, aber das ist eine Trainingswoche von jetzt 7. Und wer sich ein bisschen im Fußball auskennt, das bedeutet dann nach wie vor, dass er noch nicht zum Kader gehört. Gottfried Sterner, Donaukurier. Bitte. Ja, Stefan, du hast ja schon kurz angedeutet, dass es mit Sonny eine Möglichkeit gibt, was zu ändern in der Mannschaft. Schröcki wäre eine andere, der wahrscheinlich ja wieder voll zur Verfügung steht. Der hat auch sehr viel in der Vorbereitung gespielt. Ist das für dich einer, wo du sagst, der kommt definitiv zurück, weil ich das ja auch in der Vorbereitung so einstudiert habe? Ja, Schröcki kommt auf jeden Fall zurück. Ja, ist auch der Vizekapitän. Ich glaube, ihr habt alle in der Vorbereitung gesehen, was er für einen Schritt in diesem Jahr gemacht hat. Nicht nur sportlich, sondern auch von seiner Persönlichkeit her. Es war auch ein Ausfall in Regensburg, den wir erstmal kurzfristig kompensieren müssten. Und da muss man auch der Mannschaft nochmal ein Kompliment machen. Wenn du auf dem Spiel trainierst und auch die Woche über oder in der Woche schon zwei Ausfälle hinnehmen musst und dann fällt dir der dritte zentrale Mittelfeldspieler aus, innerhalb von einem Tag die Umstellungen dann. Ja, wir konnten den Bene zum Beispiel in der Vorbereitung gar nicht auf der 6 testen, sondern nur als Innenverteidiger. Und für das haben sie das wirklich gut gemacht. Und aber nochmal, um deine Frage auch zu beantworten, der Schröcki kommt definitiv zurück und er wird morgen auch spielen. Das heißt, du hast quasi dieses Pärchen Kerschbaumer-Schröcki auf der Doppel-6. Wie hat dir denn Kerschbaumer jetzt in dem ersten Spiel gefallen? Ja, ich glaube, dass er einfach viele Situationen hatte und auch uns bestätigt hat, warum wir ihn geholt haben. Es ist natürlich so, dass er eine bisschen andere Rolle jetzt spielt als in Bielefeld, weil Bielefeld ja dann auch ähnlich wie wir dann in dem 4-3-3 agiert hat oftmals, und Kersche ja schon seine Stärken in der Offensive hat man, glaube ich, dann auch gesehen mit seinen beiden Torabschlüssen, dass er ein Spieler ist, der Box-to-Box einfach unheimlich viele Meter macht und da auch immer den Anschluss hält, um Abschlüsse zu suchen. Er ist natürlich in unserem Spiel ein bisschen mehr in die Defensive jetzt involviert. Ja? Weil wenn du mit einer Doppel-6 agierst oder so, wie wir jetzt in Regensburg agiert haben mit der Doppel-6, einfach mehr Defensivarbeit auf ihm zukommt. Aber insgesamt, glaube ich, hat er ein gutes Spiel gezeigt und uns einfach bestätigt, dass es auch der Spieler ist, der uns auch in dieser Saison weiterbringen wird. Eine Frage hätte ich noch, und zwar zum Sturm. Kutsche hat in bisher nicht so viele Spielminuten jetzt bekommen, also letztes Mal in Regensburg auch nicht. Ist klar für dich, dass Dario jetzt momentan die Nase vorne hat, oder machst du das abhängig auch vom Gegner? Ja, es ist, war natürlich so, dass wir vor dem Spiel in Regensburg den Dario, ja, er hat einfach eine richtig gute Vorbereitung gespielt. Und deswegen hat er auch die Nase vorne gehabt. Und er hat auch in Regensburg ein gutes Spiel gemacht. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Er hat dieses Riesenbrett, das er nicht macht. Und jetzt nagelt man einen Spieler fest, weil er das Tor nicht macht. Und ich finde das einfach, das ist auch unfair dem Dario gegenüber, weil er unheimlich mannschaftsdienlich gespielt hat. Er war sehr agil, er hat die Bälle vorne festgemacht. Er ist gut angelaufen. Ja. Und es gibt für mich jetzt auch keinen Grund, im Spiel gegen Fürth da was zum Ändern, weil er einfach eine gute Partie gespielt hat. Und wenn er sich jetzt noch belohnt mit Toren, dann sind wir alle glücklich.